da haben wir direkt mal den Dreamcast-Jingle. Sehr geil. Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück bei NerdsRPD. Ich bin's wieder, Ronny, und heute wollen wir wieder ein bisschen daddeln, und zwar unterwegs. Und zwar mit den Retro-Handhelds von PowKiddy. Die beiden Geräte, die wir euch heute vorstellen wollen, werden mit Sicherheit auch unter anderem Namen verfügbar sein. Zumindest an der Optik und dem, was sie können, kann man sie aber vergleichen. Preistechnisch liegen wir hier so bei 65 Euro bzw. bei 85 Euro. Und was die beiden Geräte unterscheidet oder ob es einen klaren Gewinner gibt, das wollen wir vielleicht rausfinden. Optisch könnten die beiden Geräte natürlich nicht unterschiedlicher ausfallen, als sie es das hier tatsächlich tun. Beim rechten etwas teureren Modell haben wir ein 5,5 Zoll großes Display mit einer 1280x720 Pixel Auflösung. Eine MediaTek mit 1,3 GHz steckt hier drin. Hier ist das Display ein 3,5 Zoll großes Display mit 640x480 Pixel. Auch hier steckt ein 1,3 GHz MediaTek Prozessor drin. Von den Buttons vom Layout sieht das schon eher so wie ein Gameboy aus. Schultertasten fehlen in dem Fall beim linken Modell komplett. Hier haben wir nochmal die zwei Schultertasten auf der linken bzw. auf der rechten Seite. Man sieht auch einen Teil der Anschlüsse. Das heißt, hier per USB oder Bluetooth kann ich Geräte anschließen. Es gibt auch einen Videoausgang in beiden Geräten. HDMI oder Micro-HDMI funktionieren beide auch. Beim rechten können wir eine Micro-SD-Karte einpacken, um den Speicher zu erweitern. Das ist beim linken Modell leider so ohne weiteres nicht möglich. Wo ist der Knopf? Da ist der Powerknopf. Das ist beim linken Modell hier leider nicht möglich, weil es so ein eigenes Betriebssystem ist. Man sieht auch Pandora Game Mini nennt sich das Ganze. Ich glaube auch, dass es nur von irgendwoher mitkopiert ist und auf diese Geräte transferiert wurde. Beide Betriebssysteme basieren auf Android. Beim großen Modell ist es im Prinzip Android 7, das dann auch so ein bisschen noch universell nutzbar ist. Also das heißt, man hat so den Touch-Bereich, man hat auch tatsächlich einen Touchscreen, der hier beim 3.5er-Modell leider fehlt. Das macht die Bedienung hier dann ein bisschen umständlich. Rein von der Gesamtverarbeitungsqualität sind beide gut oder auf dem durchschnittlichen Weg, was die Bedienelemente angeht, hat mir zum Beispiel jetzt dann hier das kleine Modell besser gefallen. Da sind die Digi-Kreuze, Thumbstick und die Tasten, die drücken sich einfach ein bisschen besser. Hier bleibt man ab und zu mal so ein bisschen im Gehäuse hängen. Dafür habe ich aber hier im Prinzip den Vorteil des Touchscreens, da seht ihr es gerade. Das sind so schon mal die groben Unterschiede. Wie gesagt, die sind nicht wahnsinnig teuer und entsprechend ist dann natürlich auch die Verarbeitung nicht ganz so auf einem ganz hohen Niveau. Eine wunderschöne Farbe. Also hier seht ihr nochmal die Bedienelemente. Auf der linken Seite seht ihr eine LED-Kontrollleuchte, dass das Gerät an ist, den Power-Button. Auf der rechten Seite sind die Lautstärkewippen, um den internen Lautsprecher lauter zu schalten oder leise zu schalten. Auf der Oberseite seht ihr dann die Anschlussmöglichkeiten. Das ist dann Micro-HDMI, 3.5er Klinke. Dann haben wir da, wie gesagt, die Micro-SD-Karte, die ich aber, wie gesagt, ohne weiteres nicht einfach tauschen kann. Und dann nochmal Micro-USB, um das aufzuladen. Ein 4000 mAh-Akku haben wir hier drin verbaut und der hält natürlich auch entsprechend lang. Auf der Unterseite gibt es nichts, auf der Rückseite auch nicht. Also da kann ich euch jetzt nicht viel sagen. Man sieht schon, dass das so ein bisschen OEM ist, weil hier steht nicht mal ein Herstellerlogo drauf. Beim X15-Modell, was ich jetzt in der Hand halte, seht ihr schon, haben wir natürlich das deutlich größere Display, auch deutlich mehr Bedienelemente, das dann halt im Prinzip den neuen Konsolengenerationen schon nutzbar macht. Das bedeutet aber auch hier, Dreamcast oder PlayStation 1 ist so das Maximale, was nutzen können. Schon kurz angesprochen, die Schultertasten doppelt belegt pro Seite, das heißt L1, L2, R1, R2, USB-Ports für Controller, die ich nutzen will, wenn ich nicht per Bluetooth irgendwas verbinden will, auch hier Micro-SD-Karte, um das zu erweitern. Dann haben wir Micro-USB, um das Ganze auch aufzuladen, beziehungsweise dann hier nochmal den HDMI-Ausgang für die Bildausgabe, falls wir das nutzen wollen. Auf der Rückseite sieht es wie folgt aus, dann haben wir noch das PowKiddy oder PowKiddy-Logo, ich nenne den Hersteller mal falsch, da unten nochmal die Bezeichnung und ansonsten war es das im Prinzip um das Gerät drumherum, ist wie gesagt auch, ja, ich sag mal, normales Kunststoff, fühlt sich hier nicht extrem wertig an, ist aber nicht allzu schwer in der Hand. Ja, wir benutzen gerade den HDMI-Ausgang. Ihr seht das quasi jetzt direkt, was ich auf dem Bildschirm auch sehe. Kleine Vorschauvideos laufen. Ich kann mir natürlich verschiedenste Plattformen anschauen. Ich kann auch nach oben und dann kann ich nach links gehen. Da sieht man, was ich zuletzt gespielt habe. Man sieht auch Kategorien und da sieht man zum Beispiel PPSSPP. Das bedeutet PlayStation Portable. Dann gibt es auch PlayStation. Man sieht dort N64. Also ist jetzt nicht viel, was drauf ist. Insgesamt kommen wir trotzdem auf 3000 Spiele, wovon natürlich, wie man schon sieht, hier dann sehr alte Emulationen mit bei sind, so Super Nintendo und alte Arcade-Varianten bzw. Game Boy Color und Kram. Das kann das Ding auch alles mit abspielen. Das höchste der Gefühle, wie gesagt, ist Dreamcast. Da sieht man das Ganze und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Soul Calibur.
aus dem Stegreif funktionieren die Spiele alle. Wie man aber hier sieht, zum Beispiel bei Dreamcast, ist die Emulation nicht on point. Das bedeutet, im Hintergrund habe ich Grafikfehler. Die Performance ist jetzt auch nicht extrem gut. Wir haben zwar nur die 640er Auflösung, aber mit dem 1,3 GHz Quad-Core ist dann die eine oder andere Emulation halt eben dann nicht mehr so flüssig zu spielen. Wenn man da jetzt ein Auge zudrückt und sagt, ist mir egal, hauptsächlich kann es überhaupt zocken, macht das ja trotzdem Spaß. Also wie gesagt, Dreamcast ist so das Maximale von der Performance, was man sich hier antun kann. Liegt natürlich aber auch immer mit an den Spielen. Wenn ich da halt irgendwie ein 2D-Spiel habe, ist es ein bisschen was anderes, als wenn ich hier natürlich so einen schick aussehenden Klopper nutze. Wie gesagt, von den Buttons muss man sich immer so ein bisschen umschauen, weil die nicht richtig gemappt sind. Also ich kann aus dem Stegreif alles benutzen, aber die sind vertauscht. Also A, B ist oben zum Beispiel, die normalerweise unten sind, aber da liegen C und D. Im System kann ich das aber nochmal verändern. Also ich kann das für jedes Spiel bzw. für die Oberfläche auch anpassen, aber ich habe es halt erstmal standardisiert gelassen, um euch im Prinzip zu zeigen, wie das Ding bei uns läuft. Dann können wir natürlich den Home-Button drücken und dann kommen wir auch direkt wieder raus. Es geht auch recht schnell. Wir schauen nochmal hier mit rein. So, jetzt haben wir hier wieder Copyright Protected Musik. Ich muss jetzt erstmal die Taste finden, wo ich das Ding steuere. Diese Emulation bei dem kleinen Gerät ist tatsächlich auch fehlerbehaftet. Man sieht auch hier, dass das Bild zu dunkel ist. Von der Geschwindigkeit, die ich hier habe, liegen wir irgendwo so bei 25 Frames, manchmal 30, manchmal auch ein bisschen schneller. Ich kann im System aber hier leider auch nichts anpassen. Also hier bin ich der gesamten Willkür des Systems und der Emulation der Software ausgesetzt und ausgeliefert. Ändern kann ich leider nichts, das ist ein bisschen schade. Wenn ich jetzt Home drücke, komme ich im Prinzip wieder nur raus. Auch das tun wir, wenn wir B drücken. Ich habe gerade erwähnt, dass man hier einiges einstellen kann. Wenn ich die Home-Taste halte, komme ich in den Optionsbereich rein, da ist es und da kann ich dann die Handheld-Settings, die Key-Settings, die Game-Settings auch nochmal ein bisschen anpassen. Auch hier kann ich dann zum Beispiel die WLAN-Verbindung zurecht basteln, um zum Beispiel dann hier auf den internen Store mal zuzugreifen. Das ist natürlich wieder eine Grauzone, das zeigen wir euch jetzt nicht, aber möglich ist es, dass man hier auch Spiele direkt runterlädt. So, wir haben das Ganze mal wieder per Kabel abgeklemmt und dann sieht man auch und hört man auch, sieht's gut aus, IPS-Display, Lautsprecher, auch relativ laut, kann ich wie gesagt dann natürlich in der Lautstärke auch reduzieren. Da sieht man natürlich auch den Ursprung des Android-Systems. Das ist jetzt eine PSP-Emulation, wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Und da merkt man dann, jo, sieht zwar geil aus, aber soundtechnisch kommt stotternd bei raus und das Spiel selbst läuft auch nicht mal ansatzweise in der Originalgeschwindigkeit. Also PSP ist möglich, aber braucht noch ein bisschen mehr Performance als im Prinzip Dreamcast. Wenn man da Bock drauf hat, funktioniert das natürlich trotzdem. Aber ja, so das ultimative Gaming-Gefühl habe ich hier natürlich nicht. Wie gesagt, der Prozessor ist alt und kann nicht so viel leisten. Aber wer sagt, okay, ist mir egal, der kann das machen. So, dann wird man auch mal was bekommen, was irgendwie besser läuft. Nehmen wir mal Tekken 3 von der PlayStation 1 und da sieht man schon, jupp, das ist doch dann so, wie man sich das vorstellt. Auch hier sind die Tasten noch verdreht, das heißt, die oberen müssen eigentlich hier unten sein. Aber es läuft deutlich besser, deutlich flüssiger und deutlich runder. Sieht vernünftig aus, schöne Auflösung. Wie gesagt, das Display selbst kann schon überzeugen. Ist auch nicht zu tief verbaut, hat eine vernünftige Helligkeit im direkten Sonneneinstrahlbereich. Klar, im Außenbereich wird es dann natürlich nicht ganz so funktionieren. Aber so grundsätzlich erstmal keine Probleme in der Darstellung. Digi-Kreuz geht natürlich auch, drückt sich auch vernünftig. Bei Tekken ist es natürlich jetzt eh nur so eingeschränkt, was man da von nutzen will, weil es meistens nur Halten von Richtung sind und so weiter. Bisschen Street Fighter Co. habe ich natürlich auch gespielt. Das funktioniert, tut nicht weh, bedient sich vernünftig, eben so wie der Thumbstick. Also da gibt es von meiner Seite her gar keine Einschränkung. Tasten drücken sich auch gut, reagieren auch direkt, das seht ihr glaube ich auch. Vom Lautsprecher her ist es nicht die Oberklangqualität, aber es ist ausreichend. Also wie gesagt, on the go, einfach unterwegs ein bisschen daddeln. So die einfachen 16- oder 32-Bit-Systeme funktionieren. Wie gesagt, Dreamcast bzw. PSP jetzt nicht. Alles andere, was es hier drauf ist, sei es Mario Kart, also N64 oder im Prinzip die Arcade-Emulation oder Super Nintendo, die laufen hervorragend. Da hatte ich überhaupt keine Einschränkung. Vieles mag da natürlich nicht in der Sprache vorliegen, die man vielleicht favorisiert. Also es könnte durchaus sein, dass hier auch was Chinesisches mit bei ist, wie hier zum Beispiel. Aber grundsätzlich, was die Performance angeht, hier so Game Boy Color und Co., da gibt es überhaupt keine Probleme. Mega Drive, PC Engine zum Beispiel, auch das alte Emulation oder hier Dreamcast hatte ich euch gezeigt. Also das hat schon ordentlich Performance, aber man darf halt eben auch nicht zu viel erwarten. So, dann haben wir ja den X15. Da seht ihr dann das Android-Menü. Wenn ich möchte, kann ich, wie gesagt, auch den Touchscreen benutzen. Ne? Macht das jetzt? Ne, jetzt mit HDMI macht das nicht.
Ich kann natürlich auch den Touchscreen benutzen. Ich kann auch in die Einstellungen reingehen und dann sieht man, jo, das ist der Ursprung Android und da unten steht noch Android 7.0. Darum soll es aber natürlich nicht gehen. Auf diesem Gerät sind überwiegend keine Spiele installiert. Die müsst ihr quasi selbst besorgen und dafür liegt ein Tool mit bei. Das nennt sich Happy Chicks. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Auch dafür braucht ihr natürlich Internet. Und dann fangen wir einfach wieder mit Dreamcast an. Was hier sehr, sehr cool ist, ist, dass hier sozusagen alles aus dem Stegreif funktioniert. Es gibt hier einen Mapping-Button oder eine Taste und dann seht ihr schon, da kann ich dann im Prinzip alles mappen, was ich will. Das heißt, bestimmte Bedienelemente, die irgendwo auf dem Screen liegen, kann ich mir dann dahin packen, wo wie meine Tasten vorliegen. Und da seid ihr natürlich sehr flexibel. Bei den meisten Spielen brauche ich das nicht tun. Das funktioniert so einfach aus dem Stegreif. Wie gesagt, auch hier läuft es nicht 100% schnell und perfekt. Die Framerate wird jetzt auch gar nicht korrekt angezeigt. Also auf 60 Bilder in der Sekunde kommen wir hier leider nicht. Man kann hier aber so ein bisschen was pimpen. Und zwar gibt es Menü. Also entweder unten über dieses kleine Kleeblatt da, die vier Pünktchen, oder über den Touch-Bereich kann ich mir dann auch die Advanced Settings anschauen. Kann aber jetzt nicht allzu viel einstellen. Also native Modus. Ich kann leider die Auflösung nicht verändern. Ich kann Frameskipping aktivieren, ich kann Software-Rendering aktivieren, die Bit-Tiefe sozusagen oder Render-Tiefe, dann kann ich halt Paul und Co. mit eingeben oder NTSC und das war's. Und ansonsten noch die Input, also quasi die Controller-Einheit nochmal umstellen und mehr nicht. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn ich hier die Auflösung vielleicht einstellen kann. Das funktioniert bei Dreamcast leider nicht und dann ist hier die Performance leider auch ein bisschen gering. Bei PSP funktioniert zum Beispiel und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Hier haben wir, wie gerade angesprochen, eine PSP-Emulation. Auflösungstechnisch ist es jetzt reduziert, weil es im Prinzip das Original darstellt. Ihr seht es jetzt gerade nicht, wir haben aber 26 Frames, die hier gerade dargestellt werden. Also auch nicht perfekt, aber ich kann, wie gesagt, in den Settings auch das ein oder andere einstellen. Das kennt ihr wahrscheinlich wirklich von den Android-Smartphones. Ja, wir haben uns noch ein paar Einstellungen vorgenommen, allerdings bringt es auch hier keinen wirklichen Geschwindigkeitszuwachs. Man könnte natürlich mit der nativen Auflösung vom Display spielen, bringt es bei Tekken 6 nicht viel und keine Punkte. Aber es läuft, zwar nur mit 24 bis 30 FPS, aber es läuft. Sieht jetzt natürlich dann nicht mehr so schön aus. In der großen Aufnahme jetzt, was ihr jetzt seht, dann natürlich deutlich schlechter als das, was ich hier nativ auf 5,5 Zoll sehe. Perfekt, wie gesagt, läuft es nicht, aber wir haben so ein bisschen mehr Performance als mit dem anderen Power Kitty. Durchweg erstmal interessant, aber auch hier schwankt das Erlebnis natürlich mit den jeweiligen Spielen. Ja, hier haben wir dann eine PlayStation-Emulation, auch hier dann nach wie vor das Problem, dass wir über HDMI hier kein Audio rausbekommen jetzt, zumindest bei uns in der Aufnahme nicht. Performance-technisch, PlayStation 1 läuft, aber auch nicht so 100%, da könnte es auch gefühlt ein bisschen besser laufen. Hier aber, wie gesagt, habe ich dann auch Einstellungsmöglichkeiten vom System her und es mag auch mit am genutzten Emulator liegen, um das Spielvergnügen natürlich ein bisschen zu erhöhen. Da können wir auch mal ganz kurz reinschauen und da sehen wir hier zum Beispiel dann die Advanced Settings und da kann ich dann Frameskip aktivieren, wenn ich das möchte. Ich kann natürlich auch das Bildformat von 4 zu 3 auf 16 zu 9 Strecken, Video Rendering kann ich hier auswählen, Filterung zum Beispiel machen wir einfach auch mal mit an und das lassen wir einfach so. Ansonsten läuft PlayStation 1 auch gut, wie gesagt nicht ganz perfekt, aber für on the go auf jeden Fall passend. Hier haben wir dann Mario Kart auf dem N64, also natürlich nicht originale N64, sondern eben als Emulation. Auch in einer höheren Auflösung, läuft soweit auch gut. Einstellen kann ich hier am Emulator jetzt aber auch nichts. Da es aber natürlich eine Android-Oberfläche ist, kann ich das mit Sicherheit mit einem anderen Programm auch ändern. Läuft gut, läuft rund, aber jetzt auch nicht 100% perfekt. Von der Bedienbarkeit her auch ein bisschen eingeschränkt. Mit dem Analogstick driftet der so ein bisschen nicht ganz so korrekt um die Kurven, wie ich das gerne hätte. Ist nicht ganz so präzise. Da gefällt mir der Analogstick vom kleineren Modell ein bisschen besser. Also man sieht schon, ich eier schon tierisch hin und her. Das ist jetzt nicht ganz so cool. Kann man aber vielleicht auch doch nochmal irgendwo einstellen. Ansonsten, denke ich mal, zeigt es von der Performance aber, was man alles damit spielen kann, was funktioniert. Und alles, was jetzt niedere Anforderungen hat, also NES, SNES, irgendwelche Arcade-Spiele, Metal Slug und Co., das lief alles rund und butterweich. Ja, genau. Ich denke, das soll es dazu dann auch erstmal sein. Ja, auch hier ist das Display in Ordnung. Das heißt, Blickwinkel passen, Helligkeit ist auch so ausreichend, dass man normal spielen kann. Für die Außenbereiche natürlich auch da wieder nicht geeignet. Lautsprecher klingt auch nicht bombastisch, gibt aber eine okaye Untermalung. Also wie bei dem anderen auch, das reicht aus. Also da von der Seite her passt das alles. Haptisch, muss ich sagen, liegt das Ding richtig gut in der Hand, bedient sich gut. Aber halt im Prinzip sind mir die Tasten hier teilweise zu
schwergängig. Sie klicken nicht immer dann da rein. Manchmal bleiben sie im Rahmen ein bisschen hängen. Und der Thumbstick zum Beispiel, habt ihr gesehen, der ist ein bisschen schwammig. Das funktioniert leider nicht so gut. Ansonsten aber, wie gesagt, hier nochmal mit dem Menü, um im Prinzip die Tasten zu konfigurieren, wenn ihr ein Android-Spiel spielen wollt. Das könnt ihr natürlich auch nutzen. Denn, wie gesagt, es ist ja eine Android-Oberfläche von der Performance her. Ich glaube, wir bewegen uns hier bei 80, maximal 90.000 Antutu-Punkte. Alles kann ich da natürlich nicht spielen. Aber wer auf Bock auf PUBG hätte, könnte es durchaus probieren. In dem kleinen Modell haben wir einen 4000 mAh Akku drin, hier haben wir einen 3000 mAh Akku drin, ein bisschen mehr Leistung und ein größeres Display. Ich bin jetzt bei 30% Akku, bin damit jetzt so 3-4 Stunden zu Gange gewesen. Dann könnt ihr halt eben nochmal 2-3 Stündchen maximal draufrechnen. Hier sind wir bei 62%. Ich habe ungefähr die gleiche Zeit gespielt. Ich habe dann halt die Spiele mal parallel laufen lassen. Hier komme ich deutlich weiter. Liegt natürlich auch daran, dass die Hardware ein bisschen schwächer ist, also nicht viel. Das Display natürlich kleiner ist und auch weniger Auflösung berechnet werden muss. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich beide Systeme gut. Es macht beides Spaß. Bei dem fand ich das, die Kompaktheit wirklich gut und die Bedienung über die Tasten, über den Thumbstick, Analogstick und Co. fand ich sehr, sehr einfach. Auch Einbinden ins WLAN, um sich da irgendwelche Spiele runterzuladen, funktioniert auch gut. Bei dem teuren Modell mag ich die Haptik, es liegt einfach besser in der Hand, es ist quasi nativ besser unterstützt, was die Tasten angeht. Ich habe eben das Mapping, was ich auch relativ schnell umsetzen kann. Display ist größer, die Display-Auflösung ist größer, Akkulaufzeit dadurch aber etwas geringer. Und auch hier habe ich grafische Darstellungsfehler. Was mir aber hier dann halt nicht so gut gefällt, ist halt einfach die Tasten. Spielt sich halt nicht immer so besonders gut. Man könnte natürlich sagen, okay, ich packe mir jetzt einen USB-Controller hinten ran, aber dann brauche ich mir so ein Handheld nicht kaufen. Dann könnte ich ja gleich mein Smartphone oder den PC benutzen. Also man merkt wieder, in dem Summarum oder in der Welt der Emulationskisten gibt es viele, viele, viele Geräte, auch viele, die wir schon vorgestellt haben. Aber so das Perfekte gibt es immer noch nicht. Von der Geschwindigkeit her sind die beide gut. Wie gesagt, theoretisch bis Sega Dreamcast oder PlayStation oder PSP, alles möglich mit Einschränkungen. Wer da jetzt wirklich sagt, ich brauche meine vollen 60 oder 30 FPS, ist mit den beiden Geräten natürlich nicht gut bedient, weil da einfach die Leistung fehlt. Aber sie sind komplett fertig. Ich muss nichts einrichten, nichts selber zusammenbauen. Quasi nur hier Spiele runterladen mit dem Netzwerk und dann war es das und dann kann ich loslegen. Und was mich dann in der Bedienung aber noch ein bisschen gestört hat oder ein bisschen doller ist bei dem Kleinmodell, dass wir hier kein Touchscreen haben. Das wäre tatsächlich für den Komfort deutlich besser gewesen. Hätte mit Sicherheit in den Produktionskosten irgendwie auch mit reingesetzt werden können, weil so bin ich auf die Tasten quasi beschränkt und es ist nicht mehr klar erkennbar, was wo ist und zumal die halt auch noch aktuell falsch gemappt sind. Kann ich, wie gesagt, umgehen, aber es ist halt nicht so perfekt. Aber per Touchscreen wäre das dann tatsächlich schöner gewesen. Vielleicht kommt es im nächsten Update, kann ich natürlich nicht sagen, weil das scheint auch nicht das erste Update von dem Gerät zu sein, weil ein paar Bugfixes drin standen, dass da Bedienbarkeit, Performance und Spiele und Ähnliches ein bisschen verbessert wurden. Da stecke ich aber nicht ganz drin. Das sollte auf jeden Fall nochmal einen zusätzlichen kleinen Überblick geben, was es denn noch so gibt. Aber ich muss halt, wie ich es gerade schon sagte, sagen, die perfekte Retro-Konsole für unterwegs, die habe ich persönlich auch noch nicht gefunden, ohne dafür jetzt wahnsinnig viel Geld auszugeben. So. Und dann war es das auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr natürlich Fragen habt, rein damit in die Kommentare. Links zu den Produkten, zumindest zu dem, gibt es auf jeden Fall in der Videobeschreibung und auch zu unserer Webseite www.nerdseven.de, Facebook, Instagram, Twitch und Twitter. Da bin ich auch zu finden. Oder wir. Und dann war es das. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.